Hi und herzlich willkommen zu Part 2 von Coral Island. Wir sind wieder zurück. Wir machen genau da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Ja, es war erst gestern gewesen, dass ich gespielt habe tatsächlich. Und ich freue mich total, dass es weitergeht. Ich habe ein bisschen, nachdem wir aufgehört haben, FOMO geschoben. Also ich hätte am liebsten sofort weitergespielt. Ich dachte mir so, scheiße, jetzt können wir nicht weiterspielen. Aber ich will doch wissen, wie es weitergeht. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, dass es weitergeht. Und ich freue mich, jetzt auf jeden Fall einfach. Und ich rede ein bisschen viel Müll, weil ich gerade die Treppe hochgerannt bin und dachte, ich mache fix das Intro. Und jetzt bin ich total aus der Puste. Ihr werdet hier unter mir schon auch ganz lieb von den Twitch-Zuschauern begrüßt. Habt ihr bestimmt schon gesehen. Gerne könnt ihr zurück begrüßen und ich werde dann die Kommentare einblenden. Der letzte Part, den ich gemacht habe, ist noch nicht online, als ich diesen jetzt hier gerade aufnehme, weil das zeitlich nicht mehr gepasst hat, aber der kommt dann auch noch online und dann kann ich die Kommentare praktisch einstream versetzt dann zeigen. Gut, let's go. Puh. Ja. Ich habe gestern Abend nochmal in Stardew Valley reingeschaut, aber ich bin gar nicht reingekommen irgendwie ins Game, weil es doch nochmal so viel anders ist mit der Qualität und der Grafik. Treppenhochsport erledigt, ja. Wild. So, das sind wir. Wir sind Sandri und wir haben eine kleine Mission, denn wir wollen... bringe deine erste Ernte ein und liefere Gänseblümchen an Jack. Jack möchte gerne Gänseblümchen und wir müssen gießen hier. Oh mein Gott, zum Glück hat das jetzt nicht verkackt. Ich hoffe, ich hätte es jetzt rausgeholt. Ich spiele es übrigens mit der Tastatur und der Maus. Mal gucken, ob ich dabei bleibe oder ob ich das irgendwann wieder ändere. Weil man kann es halt auch mit dem Controller spielen. Ich bin mir aktuell noch nicht so sicher, was ich besser finde. Ja, das stimmt. Ich verbrauche immer Energie. Und Mandy, Hallöchen. Wir haben eine Angel bekommen im letzten Stream. Ja, das ist halt der Versandbehälter, ne? Wir haben halt noch Zeug im Inventar, aber das Geschäft hat dazu. Deswegen konnten wir unsere Sachen nicht verkaufen. Jetzt bin ich mal gespannt. Also ich muss jetzt erstmal mich orientieren. Also das ist unser kleiner Garten schon mal. Wir haben hier auch noch einen Gartenbereich. Wir können ja hier mal so ein paar Felder anmachen. Ach, das ist Kompost, den wir da kriegen. Süß. Eigentlich können wir aber auch bis zum Rand hoch, ne? Nein! Kann man das wieder wegmachen? Weiß jemand, ob man das wieder rückgängig machen kann, wenn man geklopft hat? Mein Inventar ist voll. Wir müssen uns unbedingt eine Taschenerweiterung kaufen. Mit der Spitzhacke? Antelas, Hallöchen. Antelas, Hallöchen. Schön, dass du reinschaust. Mit der Spitzhacke? Oh, wie cool. Dankeschön. Das ist super. Na, das hat mich ein bisschen gestört, ne? Komm, wir verkaufen den Fisch. Was ist denn das? Kann beim Schmied entsperrt werden. Oh, neue Entdeckung. Eine Truhe. Bringe sie zum Schmied, um sie zu öffnen. Es könnten sich wertvolle Gegenstände darin befinden. Oh, cool. Ich kann mal gucken, Montagsmodell. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich mit dem Crafting noch gar nicht auseinandergesetzt. Können. Herstellung. Ja. Wir brauchen ein bisschen Müll. Aber dann könnten wir eine Kiste herstellen. Müll. Wir haben schon ein bisschen Müll. Das ist doch Müll, oder? Aha. Jawohl. Schön den Müll beseitigen, finde ich gut. So, Wäsche hängt. Oh, meine Maschine ist auch voll. Muss ich dann auch noch aufhängen. Könnte jetzt sogar schon reichen, ne? Für eine Kiste. Sollen wir die Kiste vielleicht reinstellen? Hm. Oh, mein Inventar ist voll. Wir müssen mal kurz den Kompost da reinpacken. Kiste.
süß. Guck mal. Nee. Okay. Das ist ja super. Cool, jetzt haben wir eine Kiste. Das ist gut. Drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe die Kiste selbst hergestellt. Aha, über H öffnet sich nicht die Herstellung. Aber vielleicht über C, wie Crafting. Nee, gut. Alles gut. So, jetzt haben wir nämlich schon zwei so schöne Dinger. Guck mal. Jetzt gehen wir mal, liefer ein Gänseblümchen. Wir gucken mal, wo wir ein Gänseblümchen finden und gehen gleichzeitig mal zum Laden. Das hier ist kein Gänseblümchen, das ist ein was anderes. Eine Tulpe, genau, natürlich. Das habe ich sofort erkannt, weil ich mich mit Blumen sehr gut auskenne. Niata, Hallöchen, wie geht's dir? Oh, was ist denn hier los? Ihr seid hier nicht willkommen. Pufferfisch? Macht es, Lisa Lee. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit dem Shader. Und Nelinski, willkommen zurück. Hallo, Leute. Leidenschaftliche Bürger von Starlet Town. All dieser Aufruhr ist völlig unnötig. Die Kugelfischkoop ist nicht hier, um Schaden anzurichten. Ganz im Gegenteil. Wir sind hier, um der Stadt zu helfen. Schluss mit den Lügen, Frau Kugelfisch! Wir wissen genau, warum du hier bist. Du kannst mich Karen nennen und bitte, fahr fort, Frau Betty. Ihr habt die Ölkatastrophe zu verantworten in der Stadt letzt... Warte mal, ich muss die Stimme anders machen, weil das ist eine Granny. Ihr habt die Ölkatastrophe zu verantworten, die diese Stadt letztes Jahr heimgesucht hat. Diese alten Knochen haben schon genug von eurem abscheulichen Projekt gesehen. Wir brauchen hier kein Ölbauunternehmen, Frau Kugelfisch. Ich kann leider nicht reden, wie Pablo vielleicht reden würde. Ich habe keinen pablonischen Akzent, leider. Bitte Schluss damit, wir wollen hier keine Bohrungen mehr. Weil der hat bestimmt einen spanischen Akzent, kann ich mir vorstellen. Ich fürchte, das liegt nicht in eurer Hand. Aber ja, ja, wir hören... Ja, wir sind ein Ölunternehmen, aber die Dinge sind nicht immer einseitig, Frau Betty, wie Frau Betty meint. Wir brauchen euer Schmutziges. Wenn ich darf, Rothemd, wir könnten Coral Island wieder lebendig machen, indem wir tonnenweise, und ich meine Tonnen, unsere Arbeiter hierher bringen. Ja, der war irgendwie russisch, ne, der Akzent. Der war nicht spanisch. Ich kann halt aber auch kein Spanisch. Nachdem wir aus dem Museum ein Öllager gemacht haben, werden die Bohrtürme bis zum See über den Strand ausweiten. Wird langsam klar, worauf ich hinaus will. Ich sehe schon Plätze mit Verkaufsautomaten vor mir, Parks. Viele unserer Arbeiter werden sich in dieser strebenden Stadt niederlassen wollen. Die Kugelfischkorb kann Coral Island helfen, eine wunderbare Ölstadt zu werden. Wir könnten Arbeitsplätze schaffen und unsere werden haufenweise Intellektuelle hierher bringen. In kürzester Zeit wird die Stadt wieder lebendig werden. Man stellt sich das vor, überall Mitarbeiter von Kugelfisch, die am Pier chillen oder im Fischsips. Alle werden das Leben genießen. Rothemd? Denk an das große Ganze, mal ehrlich. Niemand weiß von dieser, charmanten kleinen Insel. Wir wollen euch helfen, unsere Operation bis zur Küste von Coral Island ausweiten. Dann wird dieser Ort weltberühmt. Wir werden euch zur Bekanntheit verhelfen. Ihr müsst nur Ja sagen. Und mit helfen meinst du Bohrarbeiten auf der ganzen Insel?
Die Investoren von Kugelfisch werden gewaltige Profite machen. Rechnet doch mal, ihr werdet schon noch dahinter kommen. Brina, Hallöchen und Levos, Hallöchen. Ich hoffe, dir geht's heute ein bisschen besser, Levos. Leute, wir sollten uns beruhigen. Wir werden zu keiner Lösung kommen, wenn alle so emotionsgeladen sind. Und Marcella, Hallöchen. Frau Karen, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Unsere Tür steht immer offen, Herr Bürgermeister. Okay, das freut mich, Levos. Sandri, nicht wahr? Oh nein, es labert die uns an, weil wir stehen geblieben sind. Toll, wieso bleiben wir stehen? Ich weiß, wer du bist. Schön, deine Bekanntschaft zu machen. Guck nicht so verwirrt, du kennst mich nicht. Ich bin Karen. Ich gehöre zu Kugelfischkorb. Sandri, diese Insel stirbt. Das wissen wir beide. Diese Leute, sie verschließen die Augen vor der Wahrheit. Wir sollten das Beste daraus machen. Ob die uns jetzt nicht voll labern will? Danke, dass ich mit meiner Tulpe jetzt weiterlaufen darf, ey. Weil eigentlich wollte ich nur kurz einkaufen fahren. Ja, so langsam kennen wir uns ein bisschen besser aus. Oh, wer bist denn du? Ist das... Bist du Sandri? Wow, ich hätte dich in dem Aufzug fast nicht erkannt. Du willst hier also einziehen, hm? Das würde dein Outfit erklären. Weißt du, es ist nicht nur die Stadt, weißt du? Im Gasthaus ist nicht mehr so viel los wie früher. Jetzt, wo du einziehst, ist das hoffentlich ein gutes Zeichen. Süß ist sie gewesen, ne? Tschüss, Sarah. Süß ist sie gewesen. Nee, wir müssen erst einkaufen. Weil die Zeit, Leute. Wir müssen die Uhr im Blick behalten. Tasche aufwerten. Wir haben kein Geld. Geschäft. Wir werden die Tulpe verkaufen und haben immer noch nicht genug Geld. Gut, dass wir alles zu Hause gelassen haben. Ein wenig Ähnlichkeit hat sie mit dir. Ja, bisschen vielleicht. Oh, hallo Hundi, wir haben keine Zeit leider. Und eine Katze, wir haben auch für dich leider gerade keine Zeit. Ja, super, wir können unsere Tasche nicht aufwerten, weil wir jetzt hier leider nichts finden, was wir verkaufen können. Ich habe eine Schnecke gefangen. Schnecke. Ein wahrer Nomade, der sein Zuhause immer sicher hat. Okay. Okay. Da ist ein Schmetti. Ja, wir haben Schmetterling gefangen. Oh, jetzt habe ich es weggeklickt. Oh, verdammt. Noch eine Schnecke. Ja, wir sammeln jetzt einfach mal ein bisschen was. Ja, die Uhr im Blick behalten ist halt schwierig, ne, weil wir halt nichts haben, was wir verkaufen können. Wir sammeln jetzt erstmal ein bisschen was und dann werden wir am nächsten Morgen unsere Tasche verbessern, würde ich sagen. Kann man das ausbuddeln vielleicht? Hm. Vielleicht damit? Ah ja. Was ist das? Hm? Du hast ein Buch gefunden. Besuche die Bibliothek, um darin zu lesen. Oh, okay. Na gut. Danke. Wir brauchen noch ein Gänseblümchen. Was haben wir denn hier so? Nicht anfassen. Entschuldigung, wollte ich gar nicht. Und Blue Viper, willkommen im Stream. Hallöchen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich wollte sie gar nicht anfassen. Ist so. Da ist ein Schmetterling. Hm. Da waren wir wohl ein bisschen laut gewesen.
Kannst dir auch die Mülltonnen mal angucken. Diese hier. Wie geht es? Upsala. Ach, man kann die leeren. Das ist ja witzig. Boah, wie viel man angucken kann. Die Farbe ist noch feucht. Nicht anfassen. Ich wollte ja gar nicht anfassen. Was machst denn du hier? Du wirst eine Farm betreiben, hm? Was hast du dann hier draußen zu suchen? Übrigens, du kannst mich Paul nennen. Die Doku-Serie Friends with Wildlife? Ja, die ist von meiner Frau und mir. Ich kann es kaum glauben, dass du darüber Bescheid weißt. Cool, cool. Sehr cool. Oh, da können wir noch nicht durch. Mhm. Ja, total, Laura. Es hat auf jeden Fall was von Animal Crossing. Es hat aber auch was von Stardew Valley. Also ich finde, es hat sogar noch mehr davon. Und ich finde gerade diesen Mix so cool, weil du hast dann auch hier zum Beispiel Personen, die du kennenlernen kannst. Du kannst ihre Vorlieben und ihre Abneigungen rausfinden. Und ja, finde ich richtig cool. Man sieht, wann sie Geburtstag haben. Man kann ihnen Geschenke machen. Ach so, ja, das ist halt kritisch mit dem Schlagen, ne? Was soll ich tun? Das ist halt echt schwierig. Ich schlag halt immer irgendwie auf alles. Schwierig. Wie viel Inventarplatz haben wir noch? Ah, noch ein bisschen. Okay. Gewalt gegen alles. Irgendwie schon, aber ich versuch's. Also eigentlich ist das gar nicht so meine Intention. Oh, da hat jemand geschlossen, okay. Hot Spring. Ja, ich habe das Spiel jetzt auch über den Game Pass geholt von... Guck mal, da sind auch solche Sachen. Über den Game Pass geholt, wollte ich sagen. Punkt. Honkai, da redet der Müller immer mit dir. Echt? Witzig. Hat schon mal jemand ein Gänseblümchen gesehen? Also bitte nicht sagen, wo die sich befinden, weil, ne? Und so weiter. Aber habt ihr eins gesehen, während wir hier lange rennen? Ach, guck mal, da ist noch sowas. Oh Mann. Oh, hat nicht so viel gebracht. War nur Kompost. Also das ist so, dass das Spiel ja auch noch nicht im Full Release ist, ne? Deswegen steht da wahrscheinlich Preview. Das ist ja noch nicht voll released. Oh mein Gott, hä? Ach so, da geht's noch weiter. Oh mein Gott. Es ist noch nicht im völligen Release. Es soll wohl Quartal 1 rauskommen. Genau. Und Cool Karen Queen, hallöchen, wie geht's dir? Ah. Okay. Gänseblümchen, wo bist denn du? Blumi, Blumi, Blumi. Oh, ist eine Schnecke. Hehe, die ist zu langsam, die Schnecke. Aha. Oh, hallo, Tierchen, süß. Ach, jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Ist das hier ein Gänseblümchen? Hm. Nee. Ja, wir werden die Sachen jetzt einfach mal in unsere Kiste packen. Und dann können wir ja vielleicht noch ein bisschen Geld bekommen. Wie kann man kompostieren? Nicht, okay. Wir fällen mal noch den Baum mit uns ein bisschen Energie. Gibt es. Gib's her. Ja, schön, weil dann haben wir nämlich hier auch wieder ein bisschen aufgeräumt, weil wir haben jetzt noch ein bisschen Energie übrig gehabt. Ja. Und dann können wir uns morgen vielleicht noch ein paar Samen besorgen. Oh, das war jetzt natürlich wieder falsch. Okay, ab nach Hause. Ich habe mir überlegt, mir Coral Island zu holen. Kannst du schon sagen, ob es sich lohnt? Also ich spiele es jetzt zum zweiten Mal und ich bin echt begeistert. Also es macht mir super viel Spaß. Es macht mir sogar mehr Spaß als Story of Season.
Deswegen aktuell kann ich es auf jeden Fall empfehlen, ja. Ja. Okay, wir haben 125 Gold jetzt bekommen. Oder Korallen, oder was das für eine Währung ist. Korallen wahrscheinlich, ne? Das Spiel hat sich seit dem ersten Release auch schon total verändert. Die Entwickler updaten ständig. Das ist so toll, wenn es im Full Release ist. Vor allen Dingen, was ich halt richtig cool finde, hier sehe ich es, glaube ich, gerade nicht, aber wenn man das Spiel startet, hat man auch, man kann mitlesen, an was sie arbeitet und was noch kommen wird. Es soll auch ein Koop kommen. Und das finde ich halt richtig krass, ey. Weißt du denn schon, Montagsmodell, wann der Koop kommen soll ungefähr? Also hast du eine Zeitangabe irgendwo gelesen? Weil auf der Startseite ist ja keine Zeitangabe mit dabei. Und Flizinchen, Hallöchen. Genau, ich habe es über den Game Pass getestet. Zahlt für einen Monat nur 1 Euro. Was? 10 Euro meinst du, ne? Und Jan, Hallöchen, wie geht's dir? Mir geht's gut. 10 Euro, ne? Game Pass, glaube ich. 10 Euro. Ah! Ja, guten Morgen. Ich bin Marc. Du bist neu auf der Farm, ich weiß. Ich bin hier, um dir ein paar Dinge zu sagen. Die Mine im Nordwesten hat jetzt geöffnet, gleich hinter dem Wald. Wenn du Jacks Ranch siehst, kannst du links abbiegen und dem Pfad folgen. Sie war geschlossen? Ja, sie war geschlossen und wurde jetzt wieder geöffnet. Hast du das verstanden? Ja. Der Bund des Lächelns hat die obere Ebene der Höhle gesäubert. Geh nur nicht zu tief rein. Deine Hake wird dir da nicht helfen. Das war's. Wenn du mehr wissen möchtest, sprich mit Kira. Ich bin hier fertig. Bruder. Für den ersten Monat 1 Euro, danach 10 Euro. Ah ja. Pah, Zeitverschwendung. Was ist mit den Leuten? Wieso sind denn die so stinky-pinky? Hör doch auf, Mann, Bruder. Hey, guck mal. Ich möchte bitte den ersten Slot frei haben, damit ich immer eine freie Hand habe. Ach, Sandri. Ja, ist halt echt so. Mann. Silvestertraumalöchen, schön dich zu lesen. Wie geht's dir? Mann. Und Flizinchen, Hallöchen, bist ja auch da. Nein, leider auch nicht. Sie sind aber sehr aktiv, einen sehr aktiven Discord. Ach, krass, wie cool. Aber wahrscheinlich Englisch, ne? Nehme ich an. Das ist ja eine, also ich weiß gar nicht, wer die Entwickler sind. Ich habe mich auch noch nicht an ein Farmspiel getraut, aber es ist, ich finde es interessant. Also das hier würde ich dir empfehlen können, ja. Oh, der neue Nachbar. Also jemand zog wirklich in die Stadt, oder? Ich habe es nicht geglaubt, bis ich dich selbst gesehen habe. Ich besuche nicht oft den Teil der Insel, da ich auf dem sich die Farm befindet. Bei meinem letzten Besuch war sie überwuchert, nur ein Durcheinander. Wie ist das bisher? It's better. Ah, da kommt er schon. Discord ist Englisch, okay. Mhm, glaub aus Indonesien. Ah, okay. Auf Twitter auch eine Roadmap gefunden. Mhm. Hoppala, ciao Pflanze. Gut, danke für den Clip. Och, schön, Jan, das hört sich super an. Oh, danke schön. Schön, dass dir das Recht und Unrecht Let's Play so gut gefällt. Das freut mich sehr zu hören. Mir macht es auch unglaublich viel Spaß aufzunehmen aktuell. Ah ja, mhm. Cool, Zombie-Ballerina, cool. Ja, ich nehme dann nach dem Stream noch das Zusammenwachsen-Let's Play auf. Da kommt der Händler. Nice. Erstmal unsere Tasche vergrößern jetzt. Weil das nervt mich schon ein bisschen. Auf 20 erhöht, das ist schon cool. Haben wir noch... Oh mein Gott, die kosten ja gar nicht so viel, die Samen. Dünger. Mhm. Okay. Wächst 4 Tage. Ach, Gänseblümchen! Oh, Leute. Die wollen doch ein Gänseblümchen. Nehmen wir mal 3-mal Gänseblümchen. Und dann ist unser Geld leer. Gut. Kauft der unseren Müll?
Nein, verdammt. Dankeschön, Katja, das freut mich total. Ja, ich muss jetzt mal schauen, wie gesagt, was wir heute machen, was ich heute mache in Zusammenwachsen. Ich habe da schon was im Kopf. Wilde Samen. Och, cool, die können wir auch mal pflanzen. Jetzt haben wir schon zwei wilde Samen. Ach, guck mal, wie... Na gut, so viel größer ist die Tasche jetzt auch wieder nicht. Ist ein bisschen größer. Dann fahren wir unsere erste Ernte ein. Wie cool. Können wir gleich mal die Gießkanne auffüllen. Mhm. Wir kriegen halt nur dadurch Geld, ey. Oh, ich will halt immer nichts verkaufen, weil ich immer denke, man braucht ja alles, ne? Was haben wir denn hier noch so? Herstellung. Man kann einen Zaun machen, ein Schild. Ich möchte mal so ein Schild machen. Ich möchte damit interagieren. Warum kann ich nicht mit dem Schild interagieren? Was? Was? Wieso? Hä? Ach so, man macht da das Symbol hin. Ich verstehe. Ah. Natürlich kritisch. Okay. Steinpfad, Holzpfad. Was findet ihr schöner? Das Beet mit einem Holz oder mit einem Steinpfad zu machen? Also die Wege praktisch zwischen den Beeten. Eher ein Steinpfad oder eher ein Holzpfad? Kann man das einfach wieder aufnehmen? Holz, Holz. Stein. Frech, mini frech. Boah, das war aber viel Holz, ey. Lieber Holz, ne? Die meisten sagen jetzt Holz, okay. Unterschiedlich, okay. Boah, das ist ein großer Baum, ey. Uiuiui. Das gibt viel Holz. Mit Zuckertüten? Hä? Wieso? Franzi, was hast du gemacht? Ja, ich weiß halt nicht, ob man das einfach überschreiben kann, weißt du? Das kann ich mal ausprobieren. Oh je, das war jetzt schon ein bisschen anstrengend für unseren Charakter auch. Glas? Okay. Glas. Ja, man kann es einfach überschreiben. Also ich finde diese Fünferfelder eigentlich ganz schön. Andererseits mag ich es eigentlich auch ganz gern, wenn es ein bisschen längere Felder sind. Ja, das Schild mache ich gleich nochmal weg. Oh, wir werden langsam ein bisschen müde. Aber nur ein bisschen, kein Problem.
Vielleicht ausgraben. Oh, verdammt! Leute! Hilfe! Hilfe! Jetzt haben wir noch eins kaputt gemacht. Oh, der sieht aber auch irgendwie süß aus. Doch, das ist schon schön. Ist schon schön mit dem Holz, oder? Ich kann mir bitte jemand sagen, wie man das Schild wieder aufnimmt? Wechseln? Nö, das wusste ich ja gar nicht. Oh, das habe ich eben erst gelesen. Ja, dann kann ich das jetzt auch so machen. Ich habe das ja nur so gemacht, weil ich dachte, dass man... Weißt du? Ah. Luise, schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Mit der Axt. Okay. Na gut, ich versuche zu treffen. Ah ja. Ja, das ist schon schön, ne? Kriegt man Samen wieder, wenn ich sie kaputt mache? Nö. Wasted. Gut. Ist mir aber egal. Ich mache das jetzt trotzdem. Weil dann können wir da nämlich immer die Schilder für die Reihe machen. Okay. Wir verkaufen jetzt einmal alles, weil wir Geld brauchen, okay? So. Wir brauchen noch Geld. Ich weiß, dass ich mich müde fühle. Kein Problem. Aber wir haben auch noch eine Quest offen. Wir haben Samen machen. Wir haben noch ein paar Townies treffen. Und Gänseblümchen liefern. Dann kriegen wir auch Geld nämlich. Jetzt schlafen wir. Wir gehen zu Bett. Wichtige Nummer, Leute. Wir gehen zu Bett. Und haben jetzt 125 Sachen gekriegt. Das ist jetzt nicht so viel, ne? Gut. Money, money, money. Da, 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 da. Und so. Okay, 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 okay. Let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Ja, die Rüben sind gewachsen. Also das mit dem Werkzeug ist doch scheiße, Mann. Funktioniert das mit dem Controller auch so scheiße? Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Hm. Oh, ich mache das mit dem Controller jetzt, Leute. Mir reicht's. Er kann doch nicht sein. So, R. Was ist denn R? Ah, okay. Jetzt muss ich mich natürlich erstmal wieder an den Controller gewöhnen, ne? Okay. Da sind es unterschiedliche Knöpfe. Ich meine, ja, bei der Maus auch, aber ne, ihr wisst schon. Warte mal, wir müssen das Tagebuch öffnen, um eine Belohnung anzunehmen. Was haben wir für eine Belohnung bekommen? Ach so, weil wir geerntet haben. Ja, klaro. Was ist mit dem Gänseblümchen? Ist die Gänseblümchen-Quest jetzt vorüber? Weil wir... Hatten wir jetzt doch Zeit, oder was? Och, Mann. Das war doch auf Zeit, Leute.
Ja, ich finde es jetzt, glaube ich, auch einfacher mit dem Controller. Hallo Sandri, schön dich hier zu sehen. Ich gehe gerade zu Rayas Café. Willst du dich auch unterhalten? Ja, übrigens, was hat es mit dieser Kugelfischsache auf sich? Ah, die Sache. Ja, es ist einfacher, wenn ich es dir zeige. Okay, let's go. Mhm. Ab zum Gemeindezentrum, let's go. Ich bin ready. Hing da gerade eine Pride-Flagge? Oh mein Gott, ich glaube, da hing eine. Schön. Siehst du die fette 6 als Stadtbewertung? Oh, das geht auf unsere Kappe. Aber das ist nicht aus heiterem Himmel passiert. Dieser Raum war einst der Stolz unserer Stadt. Hier wurden die Trophäen für ein von Starlet Town präsentiert. Für die 1 von Starlet Town. Eine 1, Sandri. Manchmal bekamen wir eine 2, aber niemals eine 6 bis... Ach. Dieser alte Mann wird sich wohl hinsetzen müssen, um dir zu erzählen, was passiert ist. Wir müssen stehen, oder was? Vor einiger Zeit. Das stimmt, Bürgermeister. Wie immer beginnen wir jede Jahreszeit damit, zu untersuchen, warum die Menschen Starlet Town besuchen. Wir können berichten, dass die Touristen hierher kommen, um euer Museum, euer Vermächtnisstätte und den Ozean zu sehen. Die Stadtbewertung, die wir vergeben, basiert auf dem Zustand dieser Dinge zum Zeitpunkt der Überprüfung. Heute verleihen wir Starlight Town die Note 6. Wie bitte? Hallo? Hör mal, bereite alle nötigen Dokumente für die Ausrüstung vor. Ich habe den perfekten Ort gefunden. Wow, da hat die wohl diese Kerlin ihre Finger im Spiel gehabt. Letztes Jahr gab es eine Ölkatastrophe auf einer der benachbarten Inseln, die auch noch hier bei uns großes Chaos gestiftet hat. Seitdem geht es nur abwärts. Karen war dort, um der Konferenz zur Stadtbewertung. Sie haben uns die ganze Zeit beobachtet, diese hinterhältigen Leute, der Kugelfischkorb. Du hast ja gehört, was sie neulich in dem Kugelfischgebäude gesagt hat. Ihr Plan, um uns zu retten, ist es, aus Starlet Town eine Ölstadt zu machen. Allein der Gedanke, unser Erbe aufzugeben, das Museum, den Ozean und die Vermächtnisstätte, das ist schwer zu akzeptieren. Das werden wir nicht akzeptieren! Andererseits ist der Gedanke, dass unsere Stadt untergeht, schwieriger. Unserer Stadt ging es so gut, Sandri. Großartig sogar. Das Geschäft florierte, die Stadt, sie war lebendig. Ich fürchte, wenn wir die Stadtbewertung nicht wieder auf eine 1 erhöhen und das Vertrauen unserer Besucher zurückgewinnen können, haben wir keine Wahl, als mit der Kugelfischkorb zu kooperieren. Mein Gott, wir haben ja eine richtige To-Do-Liste, ey! Leute, das ist ja richtig deep! Hä? Voll crazy! Da muss ich mir direkt die Hose hochziehen, mir ist richtig warm jetzt an den Beinen, ey. Also nicht nur an den Beinen, mir ist überall übel warm, weil 30 Grad hier drin sind, aber krass! Wir haben richtig was zu tun! Schon mal die Ärmel hochgekrempelt. Das Museum wieder zu füllen scheint recht einfach zu sein. Es wird nur Zeit brauchen. Aber die kranken Vermächtnisstätten zu heilen oder die hartnäckigen Wurzeln im Meer loszuwerden, wo sollen wir überhaupt anfangen? Wie sollen wir überhaupt anfangen? Oh, die Musik, Leute. Unsere Stadt ist in einer schwierigen Lage. Das ist ganz schön viel, ich weiß. Wie wäre es, wenn du mit mir einen Kaffee trinken gehst? Der Spaziergang und die frische Luft werden uns beiden gut tun. Ach, Connor, kann ich dich drücken? Du bist ein Süßling. Was ist das? Warum leuchtet das da hinten? Ist alles in Ordnung? Ich weiß gar nicht, wie man Screenshots macht bei Microsoft. Mini, hast du das zufällig rausgefunden? Oder weiß das jemand? Ich weiß gerade gar nicht, wie man Screenshots macht. Ich habe über Microsoft, glaube ich, noch nie einen Screenshot gemacht. Ah, doch, bei Dreamlight Valley war ein bisschen anders. Butter! Oh. Miau. Miau. Vielleicht können wir irgendjemand eine Tulpe schenken. Oh, hey, ich muss schon sagen, du bist nicht so, wie ich es erwartet hätte.
Oh nein, ich habe das nicht böse gemeint. Ich habe von den Zwillingen gehört, die das Gasthaus betreiben, dass jemand die Farm übernommen hat. Ich habe nur was gekauft, weißt du? Egal. Hey, du bist voll der nette Boy. Süßling. Carrie, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag. Bis zum nächsten Mal. Warte, was haben wir denn heute für einen Tag? Oh, wir haben den Geburtstag von... Oh. Naja, nicht so schlimm. Ja, voll. Voll. Und Engelskraft, habe ich jetzt Hallo gesagt? Hallöchen. Oh, hallo. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Ich bin Alia. Hi. Boah, schön gebaut, ey. Oder? Sieht alles sehr schön aus hier. Entschuldigung. Oh, ein tolles Haus. Ja, genau, man hat nicht so den Zeitdruck. Das finde ich auch sehr angenehm. Und man hat eine große Quest irgendwie. Bei Story of Season ist halt die Quest, dass du heiraten musst, so. Aber hier hat man halt so viele Sachen gleichzeitig. Also ich habe hier mehr zu tun gefühlt. Windows-Logo-Taste, Umschalt und S. Win, Alt und Druck. Oh Gott, sind das viele Tasten. Was ist denn die Druck-Taste? Und wo ist das Bild dann? Also, wo wird das gespeichert? Oh Gott. Ach, es gibt auch ein Pausenmenü. Control X Hub an oder aus. Oh. Windows, Umschalt und S. Oh mein Gott, das kann sich doch kein Mensch merken. Und wo wird's gespeichert? Das ist dann die andere Frage, ne? Kann ja auch gleich einen Screen... Kann ja auch gleich einen Snippy machen. Okay. Gut, wir werden mal Geschäft machen. Ja, wir haben Steckrüben. Wir kriegen richtig Kohle. So, Pfingstrosen haben wir jetzt. Also wir nehmen mal... Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, ein Blumenkohl haben wir noch gekauft. Danke fürs Geschäft. Tschüss. Ja, mit den Blumen macht man echt nicht so viel Geld. Ach, die machen hier Yoga. Hallo, Wuffinada! Aber wir wollen jetzt nicht die Lady stören. Ja, wollte gerade sagen, die ist beschäftigt. Okay. Ja, dann gehen wir erstmal wieder zurück zum Hof und gucken mal, wie wir die Samen verbuddeln können. Ich habe da noch nicht den perfekten Dings raus, ne? Eins... Zwei,
3, 4, 5, 6, 7. So. Okay, wenn wir jetzt sagen, wir machen hier Gemüse. Aha, guck, jetzt haben wir hier nämlich die Kartoffeln gekennzeichnet. Ach cool, das ist so schön. Wie können wir das Inventar öffnen? Wir brauchen noch so ein paar von diesen Schildern. Oh, sonst ist der Müll ausgegangen. Dann machen wir hier Karotten hin. Das finde ich voll schön mit den Schildern. Ey, total, Hallöchen, ihr habt ja noch gar nicht Hallo gesagt. Wir sind noch ganz am Anfang des Games. Ich bin noch ganz, ganz am Anfang, ja. Und ich muss echt sagen, also ist das schon toll, ey. Also wir haben jetzt eine Möhre zu wenig. Wir sollten gleich nochmal eine Möhre kaufen gehen. Warte mal, wie kann ich denn das rüberschicken? Wie geht denn das? Truhe sortieren, was ist denn das für ein Knopf da unten? Ah. Gefunden. Ja, also ich frage auf jeden Fall nach, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Da frage ich definitiv nach. Jetzt für den Moment komme ich eigentlich ganz gut klar gerade und ich versuche auch noch ein bisschen was selbst zu finden und selbst zu erforschen. Aber sonst komme ich eigentlich ganz gut klar. Hallo, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Bist du neu in der Stadt? Man sieht sich. Okay, gut, tschüss. Nochmal schnell rein da in den Laden. Geschäft. So, wir nehmen jetzt nochmal eine Möhre. Oh mein Gott, wir haben gar kein Geld. Okay. Ich bin nicht mit Hogwarts Legacy fertig geworden. Wir spielen auf jeden Fall noch weiter, aber eher im Herbst wieder. Ich habe Bock, das ist für mich so ein bisschen ein Winterspiel irgendwie. Ich freue mich jetzt auch schon total drauf. Wenn es wieder ein bisschen kühler wird, dann wieder mit einem warmen Kaffee oder Tee oder Kava oder so ein bisschen Hogwarts Legacy zu spielen. Also es ist für mich eher ein Winterspiel tatsächlich. Da habe ich richtig Bock drauf dann. Ja, alles gut. Mitna, alles gut. Notfalls, wenn es zu viel ist, dann sagen wir es ja auch. Also es wird ja niemand gebannt, nur weil er ein bisschen mithilft. Also wir sagen da normalerweise, hey, danke, aber gerne erstmal selbst gucken. Also wir sind da auch niemanden böse, wenn jemand einfach aus Euphorie raus dann ein bisschen was in den Chat schreibt. Ne? Also wir sind da ganz entspannt. Huch. Also jetzt muss ich mich natürlich wieder umdenken mit dem Controller, ne? Weil das doch ein bisschen anders ist. Ja, wir brauchen noch ein Schild. Wieso haben wir keinen Müll? Wir brauchen Müll. Hilfe! Aber da mache ich wenigstens nicht so ganz so viele Fehlschritte hier. Dinolein, Hallöchen, Girl, wie geht's dir? So, ich muss jetzt auch gleich die Klimaanlage anmachen. Weil jetzt sind wir schon auf 31 Grad. Und es wird noch heißer, mach den Beat nie wieder leiser.
So, eins noch hier dran kleben und dann bin ich fertig. Alles schön dicht machen, wenn nicht immer. Bei Dachfenstern ist es echt immer blöd mit so einer Außenklimaanlage. Und man immer die ganzen Löcher dicht machen, ey. Und da gibt es viele Löcher, sage ich euch. So. Sieht es aus. Und Sari, danke schön für deinen Follow. Willkommen im Stream, Hallöchen. So. An! So, jetzt rauscht es natürlich wieder ein bisschen, aber dafür kann ich atmen. Ja, klar, Dinolein, jederzeit. Mir geht's gut, dankeschön. Ich habe mein Werkzeug noch nicht verbessert, nee. Oder wieso bekommst du so viel Müll auf einmal weg? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Oder was meinst du? Nee, keine Ahnung, ich hack halt mehrfach drauf. Also ich hoffe, das ist nicht so störend mit dem Geräusch im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt laut hört. Also stört das? Hört man das? Wenn es laut ist oder wenn es stört, kann ich auch ein bisschen Musik im Hintergrund anmachen, dann hört man es nicht so stark. Und Palea, willkommen auch an dich. Dankeschön für dein Follow. Hallöchen. So, wir gehen mal auf Herstellung und machen noch zwei Schilder. Ich höre nichts, alles gut. Okay. Ist okay. Okay. Und Lucy, willkommen zurück noch. Ja, ich glaube, ich höre das am lautesten auf meinen eigenen Ohren. Man hört es wie das Meeresrauschen in Coral Island. Okay, das heißt, du meinst, es fällt gar nicht auf. Das ist gut. Ach shit, jetzt ach nö. Ach, jetzt habe ich das Schild. Er ist jetzt natürlich doof. Jetzt habe ich das Schild halt umbenannt, ne? Ach, das ist ja blöd. Jetzt habe ich halt keinen Samen. Doch, ich habe noch einen Samen. Ja, aber ausnahmsweise nur, weil ich das noch... Nee, hab ich nicht. Och man, das ist ja doof. Wenn man sich dann da vertippt, ne? Ach man. Blöd. Hm. Oh. Aber andererseits ist halt wichtig, dass man es überschreiben kann, weil man ja auch dann, weißt du, also man will ja auch irgendwann mal die Blumen ändern und so und auch gerade Jahreszeiten abhängig. Ja, ist schon wichtig, dass man es ändern kann. Gießen wir den ganzen Spaß hier noch. Und dann ist auch schon 18 Uhr stockfinster, ne? Gott. Oh, das sieht so süß aus mit unserem kleinen Garten. Ja, voll, Dinolein. Voll. So. Dimatria, hallöchen, wie geht's dir? Oh. Oh, Wasser holen.
28. Also ich habe in meinem Büro 31 jetzt. Aber deswegen habe ich jetzt gerade die Klimaanlage angemacht. So, okay, wir haben zu wenig Müll. Ich würde gerne trotzdem noch ein ganz kleines bisschen Müll holen, damit wir noch ein Schild machen können. Für, wobei eigentlich ist auch wurscht, ne, weil habe ja eh alles geerntet. Ach, wenn man zu lang wach bleibt, oder was? Okay, guck mal, wir können mal noch einen Fisch angeln. Vielleicht haben wir hier auch Fische bei uns. Och. Och, Mann, Sandra, was machst denn du da? Warte mal, vielleicht schmeißen wir es nicht so weit aus. Warte, bis ein Fisch anbeißt. Okay. Da ist einer! Och, der war ja easy zu fangen. Mir geht's auch gut, danke schön. Oh, die Musik ist auch so schön im Hintergrund, ne? Mut, du langsam, Fisch. Oh, der ist schon schwerer zu fangen. Eine Garnele! Hey, Garnele, du kleine Garnele, du. Eine Garnele haben wir gefangen. Gehen jetzt aber auch gleich schlafen, weil es schon 21.20 Uhr, ne? Aber eine Garnele ist ja super. Oh, der ist auch wild. Jetzt komm doch mal her, kleiner Mann, du. Oder Lady. Ah, das Angeln ist toll. Oh. Ich mag die Challenge beim Angeln. Oh, ein Buntbarsch! Wowi! Ach komm, einen schaffen wir noch. Einen schaffen wir noch. Oh, wie cool! Und dann tragen wir beide Garnelentag heute, hä? Huh? Nice. Kommen Sie! Jo, langsam. Da muss man langsam sein. Als ich das erste Mal gegangen habe, musste ich direkt an dich denken. Und ich dachte mir so, ja, das wird Sandri gefallen. Ist halt echt so. Es macht richtig Spaß zu angeln. Eine Langoste, jo. Ach, mit J kann man... Ah, mit J... Warte mal, was öffne ich mit J? Das Herstellungsmenü. Nee, immer das, was ich zuletzt offen hatte. Okay. Ja, das gefällt mir richtig gut, das Angeln. Und Sakura, wie geht's dir? Hallöchen. Wir sind immer noch bei einer F-Bewertung. Mhm. Sammelding, Leute! Ich liebe es! Ha! Artefakte! Oh, sowas liebe ich ja, ne? Was sind denn das für Notizen? Hausreparatur, Inselzeitvertreib. Ah ja, okay. Jetzt müssen wir schnell schlafen, du. Hm. Komm, wir machen noch schnell ein Schild. Ja.
kann man jetzt halt nicht sagen, was da drin ist. Ja, finde ich auch, dass da sehr viel Liebe im Spiel steckt. Das merkt man total. Oh, wie cool, Phoenix. Wünsche ich dir ganz viel Spaß. Wir sind Level... sogar ein Level-System. Wir sind Level Up, Leute. Guck mal. Level Up. Wir haben eine Vogelscheuche und einen Dünger gekriegt. Cool. Aber kein Geld. Aber hey. Du hörst eine Stimme, verstehst aber nicht, was sie sagt. Hörst du Sandri? Hörst du sie aus? Das war die Stimme, die wir gehört haben, aber die wir nicht wussten. Gut, jetzt hör genau zu. Die heiligen Bäume. Bitte besuche einen von ihnen. Du findest sie auf der ganzen Insel. Jetzt bin ich erblindet. Oh. Oh Leute, guck mal, wie aufregend. Ein Baum. Oh, das sind diese Bäume, die wir, also die unser Boy schon erwähnt hat. Oh mein Gott, was ist mit denen? Die leuchten alle. Wir haben das Leuchten auch in einem Gemeinschaftsgebäude gesehen. Oha. Mina oder so, willkommen im Stream, hallöchen. Endlich jemand, der das streamt. Ja, herzlich willkommen hier bei uns. Freue mich, dass du da bist. Berühre die Tafel, um sie zu beschwören. Sie werden dir die Augen öffnen. Du bist meine Hoffnung, diese Insel zu heilen. Und jetzt wach auf, Sandri. Okay. Good morning! Ich hatte aber einen merkwürdigen Traum. Untersuche eine Tafel beim Heiligen Baum. Okay. Also ich finde, das Spiel hat so viele tolle Features vereint. Level-System, Quest-System, Crafting, Farming. Also... So süß, wie du dich immer über so Kleinigkeiten freuen kannst. Ja, aber das ist ja auch immer wichtig. Das sind die kleinen Dinge im Leben. Nicht wahr? Wir haben gar kein Geld, ne? Ja, dann machen wir halt erstmal die Untersuchung der Heiligen Tafel. Gießen können wir heute Abend noch. Das Spiel ist so schön. Es ist wirklich schön. Mina, hast du es dir auch schon geholt oder möchtest du es dir noch holen? Ach, wir gehen einfach selbst mal auf die Suche nach einer heiligen Insel. Wir wollen ja sowieso noch mit ein paar Dorfbewohnern quatschen. Und vielleicht können wir noch ein paar Käfer fangen währenddessen. Da ist ein Insekt. Oh. Easy. Eine Wespe! Voll mutig waren wir. Ein Äffchen. Oh. Man kann Bäume schütteln. Oh mein Gott. Ist in dem Fuß. Sidekick. Kickside. Wie geht das? Kickside-Bag? Kickside-Bag? Wie war das? Wir haben schon etwas länger. Ach cool, ja, wir haben gerade erst damit angefangen. Also es ist gerade so das erste Mal so wirklich, dass wir spielen nach gestern. Wir haben gestern das erste Mal gespielt, wollte ich sagen. Mhm. Ja, immer wenn man denkt, wie cool ist das denn, dann kommt das nächste Feature. Das ist so nice, ey. Und es finde ich halt auch so cool, dass wir schon vor, also dass wir es jetzt spielen und... Man weiß, es kommt halt noch mehr, ne? Mina, danke schön für deinen Follow. Man weiß halt, es kommt noch was. Das ist schon toll. Hier ist so eine Tafel. Du verstehst nicht, was dort steht. Okay, aber wir berühren es auf jeden Fall mal. Oh mein Gott. Ey, bleib doch stehen. 5-3 Kickball-Change, so war das. Begabte Taunis. Neue Quest. Weil wir jetzt schon so viele getroffen haben? Hat der jetzt als Taunie gezählt? Freunde dich mit den Städtern an, indem du sie kennenlernst und ihnen Geschenke überreichst. Du erhältst Pluspunkte, wenn du ihnen was gibst, was sie lieben. Okay. Du hattest einen seltsamen Traum, um sicherzugehen, dass es nicht mehr als ein Traum war, solltest du einen heiligen Bäume der Insel untersuchen. Und jetzt haben wir irgendwas gesehen. Wir gucken mal, ob wir diesem etwas hinterhergehen können.
Okay, dann angel ich halt einen Fisch. Ruhig. Oh, das ist gar kein so ein leichter Fisch. Das ist gar kein so ein leichter Fisch, Leute. Das ist ein schwerer Fisch. Oh, Sandri, da warst du jetzt ein bisschen greedy, gell? Da war ich jetzt greedy gewesen, weil ich dachte mir so, das schaffen wir schon. Das schaffen wir nämlich nicht, ne? Da waren wir zu greedy. Super, Sandra. Super gemacht. Mach ruhig. Das sind wahrscheinlich auch die Next-Level-Fische hier. Mach ruhig. 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 Hey, mach mal langsam. Wir gehen mal ins Museum. Wo befindet sich denn dieses Museum? Besagte Museum. Ach, hier ist die Mine. Ah, aber wir gehen jetzt heute noch nicht in die Mine. Wir gehen jetzt erstmal ins Museum. Ha, wo ist denn die? Schule, Haus, Bürgermeisterhaus, Stadthaus. Ach, hier ist das Museum. Okay, wir sind da, wir wollen nach dort. Man kann sich keine Wegmarker setzen, oder? Weiß jemand, ob man sich Wegmarker setzen kann? Ich glaube nicht, dass man sich Wegmarker setzen kann, oder? Nee, kann man nicht. Das ist ein bisschen schade. Hätten wir gerne jetzt einen Wegmarker gesetzt, ne? Okay, dann versuchen wir einfach den Weg selbst zu finden. Kein Problem. Finde ich aber auch gar nicht so schlimm, weil dann lernt man sich ein bisschen zurechtzufinden. Das war der Affe. Ich habe mit ihm geredet. Hier sind wir nicht richtig. Wo müssen wir lang? Ah, wir sind gar nicht so falsch. Warte, wir gehen mal hier hoch und dann rüber. Ich weiß, das ist immer ganz schwierig mit dem Backseat Gaming, weil man will ja nur helfen und man will ja eigentlich nur kurz einen Tipp geben. So man, ich weiß, dass das schwierig ist. Ich bin euch da auch nicht böse, wenn das nicht ganz bewusst gemacht wird. Also ist überhaupt nicht schlimm, aber die Mini, die löscht es trotzdem. Also Mini, danke schön, gell? Die Mini löscht es trotzdem, einfach damit es halt passt so. Aber wir sind euch da nicht böse deswegen. Außer jemand kommt rein und sagt, das Ende vom Spiel ist so und der wird sterben und das wird explodieren. Dann ist es natürlich richtig scheiße und dann wird es auch bestraft mit einem Timeout oder Bann. Aber wir wissen ja, dass ihr nur helfen wollt und dass euch das auch rausrutscht. Also no Stress. Ich weiß, dass es schwer ist, sich zurückzuhalten. Aber gerne lasst mich das auch ein bisschen mitentdecken alles. Also ich stelle schon Fragen, wenn ich irgendwas nicht weiß, ja? Ich sage meinen Söhnen ständig, dass es mir gut geht. Ich habe mich nur wegen Karen etwas aufgeregt. Das ist alles. Zu dieser Jahreszeit blühen die Pfingstrosen. Vielleicht mag sie Pfingstrosen. Pflanzt du auf deiner Farm auch welche? Es ist noch nicht zu spät, weißt du? Mein Gott, vielleicht mag sie Pfingstrosen, Leute! Betty, können wir eine Quest aufschreiben? Können wir ein To-Do machen? Leute, könnt ihr was notieren? Pfingstrose Betty, okay? Wir werden Betty eine Pfingstrose bringen, okay? Pfingstrose Betty. Können wir uns das merken, together? Weil ich vergesse es gleich wieder. In 10 Minuten habe ich es vergessen. Ach, hier ist das Museum. Notiert, gut. Und ich werde mir noch schnell was anderes notieren.
Sonst vergesse ich nämlich wieder was anderes. Betty liebt Pfingstrosen. Ja, das müssen wir uns aufschreiben. Also vielleicht, ich weiß es nicht, ne? Wir werden es sehen. Das war... wie heißt's? Upsa. Nein, sie sind nicht auf magische Weise zurückgekehrt. Oh, hallo du. Du bist Sandri, richtig? Tut mir leid, dass du mich an einem schlechten Zeitpunkt erwischt hast, aber sieh dir das an. Das ist so leer. Mein Lebenswerk. Oh, wie assi man antworten kann. Es tut mir so leid. Danke, Sandri. Ich habe so hart gearbeitet, um das Museum zu füllen. Nun, es war nicht ganz voll, aber wenigstens nicht so leer wie jetzt. Ich will nicht lügen, aber als Millie mir sagte, dass die Stadt unsere gesamte Sammlung verkaufen würde, war ich ziemlich wütend. Das ist ein Gefühl, das ich nicht gewohnt bin. Die eine Sache, in der ich gut war und die mir das Gefühl gab, nützlich zu sein, sollte mir weggenommen werden, das habe ich nicht ertragen. Aber tief in mir wusste ich, dass die Stadt die zusätzlichen Mittel für die Beseitigung der Ölkatastrophe wirklich brauchte. Da konnte ich nicht viel machen. Der ist echt süß, ne? Also ging ich zurück zu meinen Eltern, habe mich beruhigt und darüber nachgedacht, was ich als nächstes tun würde. Da wurde mir klar, dass ich zwei Möglichkeiten hatte. Kann ich mal ein Foto von dem hübschen Mann machen? Okay. Ich konnte weiter im Selbstmitleid vergehen oder ich konnte mich daran machen, die Sammlung des Museums wieder aufzubauen. Jetzt, da sich die Stadt nicht mehr unmittelbar in einer Krise befindet. Ich helfe dir. Das stimmt, ich werde die Sammlung wieder aufbauen. Übrigens, Sandri, ich habe schon einiges über dich gehört. Man sagt, dass du gut darin bist, Dinge zu finden. Nun, diese Fähigkeit beherrsche ich zwar auch, aber ich könnte auf jeden Fall deine Hilfe gebrauchen. Wenn du etwas Interessantes findest, bring es doch einfach mit. Ich kann alles mitbringen? Naja, nicht irgendwas. Oh, wie süß ist der denn, ey? Warte, davon muss ich auch ein Foto machen. Er ist ein süßer Schnuffelhase. So, ich speichere die jetzt mal. Oh, wie er guckt. Oh nee, jetzt ist da die Maus im Bild. Ach, das ist das Snipping-Tool tatsächlich, was ihr mir da vorhin... Oh, was ihr mir da vorhin für einen Code genannt habt, diese Tasten-Combination. Das ist das Snipping-Tool. Vom PC, was da vorinstalliert ist. Okay. Ich habe irgendwo gelesen, dass man im Spiel auch daten, heiraten kann. Ist es wirklich so? Also das fände ich wirklich schön. Ist es so? Also ist es bestätigt? Wir haben eine Liste von Dingen, die wir ausstellen wollen. Dinge wie historische Artefakte, Fossilien, Tiere, Meeresbewohner und so weiter. Komm einfach vorbei und wir werden sehen, ob etwas, das du bei dir hast, im Museum ausgestellt werden kann. Ah, das liebe ich so. Das habe ich in Animal Crossing schon so sehr geliebt. Also was meinst du, Sandri? Willst du mir helfen, das Museum und die Schätze der Insel zu füllen? Ja, sichi! Das höre ich gern. Oh, jetzt ist er glücklich. Oh, der ist ja ein Süßling. Hast du auch gelesen? Okay. Ja, wo können wir denn spenden? Donate here. Ach, cool. Oh, guck mal. Ach, das ist ja richtig schön gemacht. Ich habe eine Belohnung gekriegt.
Oh, ist das befriedigend. Oh. Wow. Und Lupo Bianco, willkommen im Stream, Hallöchen. Ja, das kommt definitiv noch mit dem Heirat und auch den Kindern. Oh mein Gott, cool. Das hört sich toll an. Schön. Ja, die arbeiten ja auch noch so fleißig da dran, ne? Cool. Danke fürs Feedback. Es gibt 16 Singles auf der Insel. Aha, okay. Aber jetzt halten wir uns wieder ein bisschen zurück, ne? Also noch nicht so viel verraten. Aber das hört sich gut an. Schön. Und Lupo, danke schön auch für deinen Follow. Ist es in Ordnung, wenn ich dich mit Lupo abkürze? Oder möchtest du, dass ich deinen ganzen Namen sage? Also mir ist es wurscht. Ich mach so, wie du magst. Oh mein Gott, hier steht ständig alle 30 Sekunden die Alarmanlage von einem Auto los. Schön, sehr angenehm auch. Es ist auch sehr angenehm. Man wird auch gar nicht aggressiv dadurch. So, wir haben den Anfang gemacht und haben Sachen im Museum verkauft. Das ist ganz toll. Belohnung beanspruchen. Okay, ja, jetzt müssen wir noch begabte Townies. Also wir müssen denen was schenken und dieses Ding noch finden. Lupo reicht. Okay, perfekt. Du hast doch passend gestartet. Das nächste große Update ist bald da. Oh, weißt du schon ein Datum zufällig? Weil dann könnte ich mir das ja aufschreiben und gucken, ob ich an dem Tag streamen kann. Und weißt du auch zufällig, wann die... Oh, die Pride-Flagge. Guck, wie schön. Und weißt du auch zufällig, wann die Updates immer sind, so von der Uhrzeit? Weil ich habe gestern erst damit angefangen. Ich kenne mich noch gar nicht aus. Soll im August kommen. Ey, crazy. Das ist ja cool. Also ich bin total begeistert aktuell von dem Spiel. Wir haben nämlich vor ein paar Tagen auch Story of Season angefangen. Und also ich mag Story of Season auch, also das Wonderful Life. Das macht mir auch Spaß. Aber im direkten Vergleich, ich habe es gestern Abend schon zur Mini gesagt, im direkten Vergleich ist bei mir zumindest, das ist meine persönliche Meinung, das kann jeder ganz anders sehen. Ich will euch doch überhaupt nicht, ne, also klar beeinflusse ich euch mit solchen Aussagen, aber ich, ne, es ist meine Meinung. Ich finde, Coral Island ist hier und Story of Season so hier. Es ist auch schön gemacht und wir werden auch noch weiterspielen und dann auch heiraten und so, aber Coral Island ist einfach schon hier. Es ist so ab durch die Decke, als ich gestern reingezockt habe. Und ich bin sehr begeistert, also sehr begeistert. Ich bin mal gespannt, wie lange ich die Freude dran habe, weil manchmal verliere ich ja dann die Freude an den Spielen. Ja, aber ich bin gespannt, wie lange ich da jetzt Freude dran haben werde. Ich wollte auf jeden Fall bis zum Release warten, aber hab Bock, es jetzt schon zu spielen. Ja, das glaube ich dir. Aber ich meine, es schadet dir auch nicht. Man kann ja theoretisch auch nochmal neu anfangen und andere Richtungen einschlagen vielleicht, oder? Ich hoffe es, aber es werden wohl auch... warte mal, was? Nochmal. Ich hoffe es, aber ich werde dann wohl eh die Beta schon testen. Kann nicht so lange warten. Ja, das verstehe ich. Verstehe ich. Story of Season ist halt ein Remake von einem 20 Jahre alten Spiel. Ja, ich weiß, man darf das nicht so krass vergleichen miteinander. Ich meine nur, dass vom Spielspaß her ich halt bei Story of Season schnell merke, dass es jetzt langsam langweiliger wird. Dinkum war auch eigentlich echt schön. Aber da habe ich nicht so viel, also da habe ich kurz echt Bock drauf gehabt, aber dann irgendwie gar nicht mehr. Ja. Ja, ich mache Story of Season, also das ist schon auch ein schönes Spiel, aber ich darf die auch nicht miteinander vergleichen, weil das zwei unterschiedliche Games sind. Ja, ich, genau. Es ist ein Remake und ich darf es auch nicht miteinander vergleichen, weil eigentlich haben die nichts miteinander zu tun. Das, ihr habt total recht. Absolut. Oh. Schissel. Ja, ihr habt recht. Der Dinkum ist mir zu rot. Oh Mann. Ja, wenn man Spiele in Farben sortiert, ist auf jeden Fall sehr rot. Das stimmt. Also ich fand Dinkum aber auch ganz süß. Aber ich habe irgendwann den Spaß dran verloren. Es ging relativ bald. Coral Island für die Switch, kann ich mir auch gut als Switch-Game vorstellen. Ja, ich finde, genau, und ich finde auch bei Coral Island finde ich das besonders, dass die noch diese grafischen Zeichnungen haben, wenn man mit den Leuten spricht. Also das macht es irgendwie nochmal anders besonders, muss ich sagen. Das gefällt mir auf eine andere Weise echt gut. Weil ich habe ja manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten mit so grafisch, mit so animiert, also so Anime-Spielen, kann man das überhaupt in die Kategorie packen? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber da bei Coral Island finde ich es richtig schön gemacht. Warte, wir haben noch Blumenkohl, den pflanzen wir jetzt hier rein. Oh. Gut, jetzt gießen wir mal, ha? Huh? Ich weiß auch nicht, ob Dinko mittlerweile auf Deutsch ist. Ja, total, Momo. True. Was hatte gestern ein Update bei dir? Dinkum? Ja,
Auf dem Steam Deck läuft Coral Island super. Wird bestimmt auf der Switch gut laufen, ja. Also Steam Deck ist halt so geil, ne? Montagsmodel, ich will auch ein Steam Deck, aber die sind so teuer. Wie viel hast denn du für... Oder wie viel kosten die denn aktuell? Upsa, Wasser leer. Ah, Dingo mal den Update bei dir, okay. Ich trinke gleich mal was, ja, absolut. Ich merke das schon wieder ein bisschen im Hals. 400? Hm. Wenn wir überlegen, ob ich meine Switch dann verkaufe. Steam Deck ist super. Ich habe das mittlerweile. Es reicht auch als einfache. Steckt man halt eine Karte rein. Und die größere kostet dann 550, oder was? Hä? Ja, aber ich spiele eh kein Animal Crossing Zombie Ballerina. Das ist ja das. Ich spiele nichts auf der Switch. Die steht den ganzen Tag in der Ladestation. Den ganzen Tag. Und ich mache nichts damit. Das Einzige, was wir mit der Switch machen, ist der Enfi, der dieses Sportding manchmal macht. Aber ich glaube, der wäre mir jetzt auch nicht böse, wenn ich die deswegen verkaufe und dafür das Steam Deck hole, weil der wäre auch eher für Steam Deck. Ja, vielleicht verkaufe ich die mal. Ich spiele aber auch nur Cozy Games. Mhm. Ja, ich habe damals, Ey, gehst du mal... Sag mal, du doofe Sau! Ich glaube, du spinnst! Hat der mir meinen Samen geklaut? Leute, wir brauchen eine Vogelscheuche. Sieht ja lustig aus. Look it. 5x5... Oh. Hält Krähen davon ab, Felder... 5x5... Also, Key... Wir brauchen jetzt die Vogelscheuche. 5x5. Super. Da habe ich jetzt mein Beet aber nicht dafür vorgesehen. Für die Switch bekommt man ja nichts mehr. Ja. Die arme Switch, ja. Ja, ich spreche da mal mit dem Enfi drüber. Fünf mal fünf. Da wäre die doch hier gut, oder? Oh, Schissel. Ob man das wieder ausschalten kann? Mach doch ein Spenden-Goal. Ich habe auch schon drüber nachgedacht, aber ich finde sowas immer so schwierig. Weil... Es ist halt nichts, was ihr direkt für den Stream habt, weil... Also, das ist ja kein... Also ich habe tatsächlich vor Monaten schon mal drüber nachgedacht, die Switch zu verkaufen. Und dann habe ich überlegt, oh, so ein Spendengold. Aber also, es ist halt was anderes, wie wenn ich mir eine neue Kamera kaufe für den Stream, weißt du? Weil das Steam Deck habe ich ja dann für mich privat zum Spielen so. Und dann weiß ich immer nicht. Das ist nett, das passt nett, Leute. Fünf mal fünf. Verlust doch kein... Nee, Zombie-Ballerin, ich verlust doch keine Zeit, mit mir zu reden. Ihr könnt immer alle mit mir reden. Das fände ich voll komisch. Nee, alles gut. Danke für deine Ideen, aber das passt schon. Ich, ja, mal gucken. Ja, ich weiß noch nicht. Ich schaue es mir mal, ich überlege es mir mal und ich spreche mit dem Enfi. Vielleicht,
kommt uns da noch eine Idee. Andererseits zocke ich ja aktuell fast gar nichts, ne? Also... Das ist jetzt echt blöd mit dieser Vogelscheuche. Ach, das ist ein Problem, Rika. Verstehe. Nun ja, gut. Mhm, verstehe. Also ich, warte mal. Eins, zwei, wo... Ich raff nicht, wo man die hinmacht! Ich kann es nicht. 5 mal 5. Ich will die perfekte Vogelscheuchenabdeckung, Leute. Hier, oder? Ja. Zwei, vier, fünf. Ein, drei. Vier. Fünf. Wir müssen das effizient machen. Die Sandri kann das nicht, wenn es ineffizient ist. Okay, ich sag's euch ehrlich, wie es ist. Kriege ich die Krise, ne? So. So. Bruder, sag mir nochmal deine Gegend. Okay, das heißt... Das passt doch nicht. Hier muss doch dann... Was ist jetzt eine Wissenschaft hier, ey? Ja, das müsste passen. Dann ist... Ja, dann kommt hier die nächste Vogelscheuche hin. Hier kommt eine Vogelscheuche hin. Huch, da war ein Koffer. Wir können den Koffer beim Schmied noch öffnen lassen. Ganz vergessen. Wahrscheinlich kann ich das aber immer noch nicht wegmachen, ne, den Boden hier. Die sind alle online. Ich habe fast keine Spiele so gekauft, Fernandra. Und Dragon, Hallöchen, Lea, Hallöchen, schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Nö, ich überlege mir das einfach mal. Vielleicht kann ich da auch mit dem Envy einfach mal quatschen, ob wir da zusammen irgendwas machen wollen. Da quatsche ich einfach nochmal mit ihm. So, wir haben Post. Der Briefkasten nervt mich schon die ganze Zeit. Was willst du? Ankündigung. Das Labor sucht eine passende Tauchkandidatin. Alle Bewerber müssen vor Ort einen Test absolvieren, ob sie den Anforderungen gerecht werden. Schau beim Taucherprofi am Pier vorbei. Dort gibt es mehr Infos. Menschlein, Angst? Ich hatte Angst. Ich hatte... als du mich riefst. Doch geöffnet den Weg, sie hat zu meinem Heim. Das heißt, Menschlein muss... Oh mein Gott, warte mal! Ist es nicht dieses... Also Moment mal, ist es nicht dieses, was wir da... Also Moment mal, hallo, Moment mal, das ist doch dieses Ding. Das heißt, Menschlein muss besuchen, mich kommen. Verstehst du, wirst nach Treffen wie die Insel heilen. Links von deiner Farm mein Heim. Wenn du nicht wissen, schau auf Zeichnung von mir. Hier haben wir eine Belohnung gekriegt. Was für eine Zeichnung. Was für eine Zeichnung. Der wohnt wohl neben uns. Wir sind Nachbars, Brudis. Was für eine Zeichnung. Der wohnt bestimmt hier. Ja, mach mal langsam jetzt. Ich muss jetzt erstmal gießen.
geht mittlerweile unsere Energie schon ganz schön runter. Und Jungs, hallöchen, wie geht's dir? Schön, dich zu lesen. Warte mal, was fehlt uns denn für eine weitere Vogelscheuche zum Bauen? Ups. Die Temperatur ist wieder auf 29 Grad runter. Super. Genau, das ist eine Konsole, die mit Steam verbunden ist. Also auf dem Steam Deck kann man eigentlich alle Games spielen, die man auf Steam hat, die Steam Deck geeignet sind. Und das sind schon viele Spiele mittlerweile, glaube ich. So, was wollte ich gerade tun? Moment mal, ich wollte schauen, ob wir noch eine Vogelscheuche craften können. Müll braucht... Oh, immer dieses Müllproblem. Aber wir haben auch eine Müllhalde. Wir können dann auch mal gucken, was genau wir bei dieser Müllhalde machen können. Ich meine, noch haben wir hier Müll... Was sind das? Da sind irgendwelche Spuren, gell? Guck mal, da sind so Spuren um den Stein rum. Den werden wir mal abfarmen. Vielleicht kriegen wir da irgendwas Cooles. Hm, war vielleicht nur ein Stein. Wir werden geleitet. Wir gehen da gleich mal hin. Wir werden da lang geleitet gerade. Das ist halt auch so ein Spiel, da geht die Zeit rum wie nix, ne? Ey, ist ja krass, wir spielen schon fast... Also wir spielen jetzt schon 1,5 Stunden wieder. Zum Schmied wollten wir auch noch. Oh, wir haben so viel zu tun. Was das? Ein Buch! Kann man in der Bücherei lesen? Sens, hallöchen! Oh, wie war dein Urlaub? Erzähl! Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit. Ah. Mein Inventar ist voll. Na, dann essen wir was. Essen ist wichtig. Wie seid denn nur? Viel See mit Hundis. Schade, dass es immer so schnell vorbeigeht. Ja, das glaube ich dir. Aber schön, dass du eine gute Zeit hattest. Hm, ich sehe ihn nicht, ne? Sind wir jetzt ganz umsonst? Ah. Das haben wir aber auch gegessen, ne? War jetzt vielleicht nicht ganz so sinnig. Ja, eigentlich kann ich nichts verkaufen, weil wir brauchen ja alles. Wir müssen ja auch craften. Wir müssen ja auch craften. Wird ganz schön schnell dunkel, gell? Ja, das passt. Die Vogelscheuchen sehen so doof aus. Wie sagt man? Nicht die Vogelscheuche ärgern. Punkt. Oh, also dieses Gestrüpp hier manchmal am Boden. Da war ein Frosch, habt ihr gesehen? Süß. Jetzt gucke ich aber trotzdem nochmal, ob der sich hier irgendwo... Guck mal hier, siehst du das?
etwas der Zeit. Ja, sag mal was wegen der Zeit. Ach, hier. Das könnte etwas bedeuten. Oh! Man kann darüber laufen. Menschlein. Süß. Oh mein Gott. Ich, Häuptling, dank dir... Nochmal. Ich, Häuptling, dir danken, Menschlein, für kommen hier. Gumm, ich, Chieftain, sein Riese. Lange haben gewartet ich auf dich. Komm hier lang, schau da. Gesehen, du hast Schrift, aber verstanden du hast nicht. Mach der Schreien du nicht verstehen, aber verstehen du musst. Schlüssel, sie sind für helfen Göttin. Helfen Göttin, dann Krankheit weg. Zeit jetzt für Zeremonie. Der ist lustig, ey. Man kann die Zeitgeschwindigkeit runterstellen. Wie cool ist das denn? Minia, was hast du es gestellt oder was würdet ihr es stellen? Schnell, wir müssen sein. Nur kleine Schmerz, aber deine Augen öffnen wird. Countdown in 5, 4, 3, jetzt. Okay. Was sind die verschiedenen Elemente? Hilfe. Hilfe. Okay. Siehst du? Zu schnell gemacht. Erwacht du bist, bereit für Kraft von Natur. Gomm und Gomm. Du hast mich gerade eine geknallt. Diese Göttin muss antworten, nicht ich. Bist du bereit für Treffen mit Göttin im Seetempel, da ihr zu Hause? Sei still, ich jetzt ausruhen müssen nach Zeremonie. Ich wieder mit dir spreche, Menschlein, nicht jetzt, später. Gomm, tschüss. Der ist lustig, ey. Der ist auch richtig knuffig irgendwie. Ah. Drittes Auge. Du hast das dritte Auge freigeschaltet. Du kannst jetzt Sprachen der Altäre lesen und verstehen. Ach, cool. Wir sind voll krass jetzt. Ja, okay, eins nach dem anderen. Moment jetzt mal. Jetzt muss die Sandri erstmal die Einstellung verändern. Ist krass, wie viel man einstellen kann, ne? Spielzeitgeschwindigkeit. Ich mache jetzt auch mal auf 80% und dann probieren wir das mal aus, wie es ist, ja? Und Celine, Hallöchen. Oh, wie cool. Ich hoffe, du hast was Schönes gefunden. Nachher wird noch Marmelade gekocht. Oh, geil, ne? So, das kann man hier anheften. Gut. Ja, das finde ich auch besser, wenn die Zeit ein bisschen langsamer vergeht, weil es geht schon sehr schnell rum, muss ich sagen. Man schafft dann halt gar nicht so viel. Oh, können wir mal bitte den Weg kurz aufräumen? Da ist so viel auf unserem Weg. Das finde ich richtig cool, dass man die Geschwindigkeit einstellen kann. Dann kann man ja zum Beispiel auch länger in der Mine sein und so. Es geht trotzdem noch recht schnell, ne? Sehe ich gerade.
Ja, voll, weil ich ja auch viel, viel am Reden bin und so. Ja, ich glaube, ich würde sogar noch ein bisschen runterstellen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich stelle es auf 50%. Wir werden ja merken, ob es zu langsam ist. Dann können wir es... Ja, wir machen mal 50%. Schade, dass man Ausdauer verbraucht, wenn man nicht trifft. Ja, aber ist ja irgendwie logisch, ne? Also finde ich schon in Ordnung. Ist meine eigene Schuld dann, wenn ich nicht treffe. Weil ich meine, klar, du strengst dich ja trotzdem an. Du holst ja trotzdem zum Schlag aus, ne? Die Funktion hätte ich in real life gern. Oh Mann, ja, verstehe. Ja, das ist ein bisschen angenehmer. Ich lese ja auch viel im Chat und dadurch kriege ich dann auch wieder, ne, einiges nicht mit sonst. Gut zu wissen mit der Zeit. Ja, voll. Oh Gott. Hilfe. Oh. Oh, Sandri. Treff halt. Da kippe ich nicht so oft rum. Life Changer! War gestern Kirschenpflücken. Oh, wie cool! Wir Carstens Eltern, die werden heute verkocht. Beim Flohmarkt war leider nichts Schönes dabei, aber haben noch einen Gin gekauft, einen Wildberry trinken. Oh, lecker! Mit Kirschminze schmeckt sehr lecker und überhaupt nicht bitter. Und dann noch Apple Cinder? Schmeckt wie Apfelschorle mit leichten Bums. Okay, cool! Hört sich sehr gut an. Da war es ja ein richtig erfolgreicher Tag für euch, Mensch. Und das an einem Sonntag, ne? Stell dir mal vor. Ach Gott. Ja, jetzt ist auch schon 22.30 Uhr. Jetzt gehen wir aber wirklich gleich ins Bett. Babybäume. Ganz schön viel für den Sonntag, voll. So, okay, das reicht jetzt aber. Den machen wir noch. Und das dann noch. Ja, ich weiß, dass ich müde bin. Okay, wir gehen jetzt schlafen. Jetzt reicht's, jetzt ist genug, jetzt müssen wir zurück. Und dann gibt's ja noch die Möglichkeit, dass wir in die Mine gehen. Ich glaube, das heben wir uns dann für den nächsten Stream auf. Aber wollen wir irgendwas verkaufen? Nee, ne, weil wir wollen ja wir verkaufen mal noch nichts, weil wir wollen ja auch erstmal rausfinden. Können wir Obst und Gemüse beim Gemischtwarenladen verkaufen? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, ob das ging. Okay, wir können selbst Zuckerbaumsamen herstellen. Zuckerbaumsamen. Wir haben 3 maximale Ausdauer dazu bekommen. Saft und beliebigen Baumsamen. Habe ich schon Baumsamen? Nein. Ui. Wir versammeln uns morgen am See, um den Frühlingsanfang zu feiern. Zum Fest bringt jeder sein eigenes Essen mit und bereitet es im Freien zu. Also trag etwas Leckeres bei. Was? Kochen? Wie kocht man denn? Also es war keine Frage. Es war einfach eine Frage für mich. Naja, können wir ja dann gucken. Ja, sieht doch schon gut aus, unser Garten. Wir gehen jetzt mal versuchen, diese Kisten zu öffnen beim Schmied. Wir gucken mal, wo ist denn der?
Möbelladen. Schreiner. Der Wohnwagen. Müll. Oder stand es nicht dabei? Beim Schmied. Wo ist denn der Schmied? Taverne, Klinik, Ranch, Schmied. Samstags geschlossen. Wir haben dienstags. Sag mal. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie der aussieht. Wir machen nicht mehr lang, Alisa. Wir raiden gleich den Envy, wollte ich sagen. Okay. Wir raiden jetzt gleich den Envy, sobald er live geht. Und dann, ja, geht's los bei ihm. Der spielt nämlich heute auch noch ein bisschen was. Ich weiß gar nicht so genau, was er spielt. Da werden wir uns gleich mal überraschen lassen. Hier ist der Schmied. Okay. Hoch. Hoch müssen wir. Was ist denn das? Steht die da mit dem Käffchen, süß? Wenn du dich für Aliens interessierst, solltest du dieses Buch von Professor Keep lesen. Er hat interessante Theorien zur außerirdischen Intelligenz. Ich habe es in seiner Universität gelesen. Ich frage mich, wer die Bücher für die Bibliothek bestellt. Es gibt viel zu viele Kochbücher. Hast du auch gerade einen Morgenspaziergang gemacht? Ich liebe die Stille am Morgen, kurz bevor alle aufwachen. Einfach nur selbst und die Vögel. Vielleicht will sie eine Blume. Es ist so cool, dankeschön. Sie mag's. Sie liebt es jetzt nicht, aber sie mag's. Sie hat sich einfach gefreut. Es war okay für sie, dass wir ihr eine Blume geschenkt haben. Daisy spielt der Envy heute. Jetzt hat er gerade umgestellt. Oh, hier ist ein Friedhof. Warte mal, kann ich überhaupt... Ah, ich kann gar nicht. Ist es jeden Tag zu speichern, ne? Okay, da müssen wir gleich mal gucken. Da soll dann nochmal schlafen gehen. Hier wohnt der Schmied. Oh, da war ein schönes Haus. Geschlossen um 9. Oh mein Gott. Wir haben schon am Mittwoch Anno gespielt, Hamsterfan. Das hast du vielleicht verpasst dann. Können wir hier reinangeln? Ach, können wir. Witzig. Dann angeln wir noch einen Fisch. Dann angeln wir einfach noch einen Fisch, bevor es, ne? Bevor es aufmacht. Kommen Sie, Fisch. Sie kommen dann ins Museum. Müll. Deswegen hat es sich nicht gewehrt. Ja, macht Sinn, ne? Warum beobachtet sie uns jetzt? Was mit ihr? Ja, macht ja nichts, Hamsterfan. Hat sie bestimmt einfach nur nicht mitbekommen. Ein Flyer. Was ist denn hier mit dem See los? Mit dem Teich? Mit dem Wasserlauf? Excuse me. Nur Müll drin. Finde ich nicht so gut. Oh mein Gott. Was ist denn mit dir? Ich glaube, unsere Angel ist dafür leider nicht stark genug.
Wir schaffen das. Ich will wissen, was das ist. Den lassen wir uns nicht vom Haken, Leute. Das war eine richtig knappe Nummer gerade. Nicht greedy werden, Sandri, mal langsam! Ja! Ein roten Schnappfisch! Wow! Oh, der Enfi ist live. Ihr könnt gerne schon mal den Stream anmachen. Oh. Warte, jetzt steht da irgendwas. Ah, wegen Erwachseneninhalt. Mhm. Voll der gute Fisch, ey. Voll der gute Fang. Wow. Ey, Obacht, Obacht. Ja, und dann arbeiten wir auf jeden Fall weiter daran, die Stadt zu verbessern, weil die Stadt braucht unsere Hilfe, Leute. Das ist so cool, dass wir so viele Quests haben. Und einen Regenbogenfisch, die bringen wir dann auf jeden Fall ins Museum. Jetzt gehen wir erstmal ganz kurz nochmal zum... Warte mal, wo sind wir denn? Wo ist der denn? Schmied. Ach, das oben ist die Bücherei. Cool. Rein da! Servus, Schmied. Aha. Kiste. Terrariumaufhänger. Wow. Lauter so Sachen gekriegt. Wir haben halt kein Geld, ne? Oh, wie sah was schon drüben sehe ich. Okay, dann gehen wir, würde ich sagen, nochmal ganz kurz beim Zurücklaufen. Wo war denn das Museum? Am Museum vorbei. Und dann speichere ich mal. Langsam finde ich mich auch ein bisschen zurecht, muss ich sagen. Es wird einfacher. So, wir geben... Das Ding können wir auch ins Museum. Schattenspielfigur. Ein Artefakt war das. Ein Fisch. Ja, ein Regenbogenfisch. Und ein Terrariumanhänger. Okay. Sehen wir eigentlich, wie viel wir dem Museum schon gespendet haben? Oh, das würde ich mir jetzt natürlich noch wünschen, dass dabei steht. Ah, es steht gespendet. Okay. Es steht mit dabei, ob es gespendet wurde. Dann ist gut. Oben in der Ecke steht es. Gefangen. Ups. Gespendet. Okay, wenigstens, wenn wir drüber hovern. Oh, den haben wir noch nicht gespendet. Den haben wir, glaube ich, verkauft. Ja, good to know. Okay, dann gehe ich jetzt nach Hause. Und wir gehen schlafen. Und dann spielen wir, weil ich das einfach mit der Zeit nicht ganz gut abgecheckt hatte. Aber normal würden wir ja den ganzen Tag spielen. Aber so haben wir dann im nächsten Stream wieder einiges vor. Und ich kann leider nicht zwischenrein speichern. Deswegen muss ich jetzt, immer noch gießen. Natürlich. Weil sonst gehen die Sachen ja ein. Ich weiß zwar nicht, wie schnell das geht, aber wollen wir ja nicht riskieren. So, schön gießi. Im Endeffekt laufen eh gerade noch die Clips durch. Oh. Ich weiß auch nicht, wie das ist. Das ist mit der Taste. Backspace. Space. Ah, okay, das macht sogar Sinn. So ein schöner Garten, ey. Guti! Schön! Hm. Passt. Dann speichern wir das Ganze. Und dann,
sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Stream wieder. Ich bedanke mich schon mal für die Zuschauer auf YouTube. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel bisher findet. Ich bin sehr gespannt, was ihr so zu erzählen habt und ob ihr es euch vielleicht auch geholt habt. Ob ihr parallel mitgespielt habt. Das würde mich auch sehr interessieren. Und dann gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben auf YouTube. Bye, bye. Tschüss.